Hallo, mein Name ist Sebastian und heute teste ich den Pizzastein vom Schamotte Shop. Auch gut verpackt mit einem Label für Achtung Bruchgefahr. Schauen wir mal rein. Man sieht jetzt hier, sehr gut verpackt mit allerhand Material, was den Stein schützen soll. Dann haben wir einmal den Stein selber. Informationen, ja, also ein Versprechen und ein kurzes Dankeschön für den Einkauf. Der Stein selbst ist dann auch nochmal sehr gut verpackt in Luftpolsterfolie. Also, dass er auch beim Versand wirklich gar nicht kaputt gehen kann. So, dann packen wir den Stein einmal aus der Luftpolsterfolie raus. So. Wunderbar, also ist auch nichts dran. Den Versand gut überstanden. Und dann werden wir nachher in meinem ganz normalen Haushaltsbackofen ausprobieren, wie ein frischer, selbstgemachter Pizzateig im Ofen auf dem Pizzastein schön aufgeht hoffentlich. Und im Vergleich dazu backen wir die Pizza, gleicher Teig, gleicher Belag, dann noch einmal auf einem ganz normalen Backblech. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. So, jetzt haben wir hier die erste Pizza auf dem Pizzastein. Der Pizzastein hat eine Stunde auf 300 Grad mit dem Backofen zusammen vorgeheizt und jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis. So, wir haben jetzt hier die fertig gebackenen Pizzen. Das ist einmal die Pizza, die ganz normal im Backofen auf einem Backblech gebacken wurde. Und hier zum Vergleich die Pizza, die wir auf dem Pizzabackstein gebacken haben. Und man sieht hier schon, wenn ich das so leicht hochhebe, ja, also es ist sehr weich, der Teig insgesamt, ne, also auch der Rand, gar kein richtiges, nicht so richtig knusprig, wie man sich das eigentlich gewünscht hatte. Insgesamt der Boden ist auch sehr weich und sehr, sehr dünn, ja, einfach weil gar nicht genug Hitze von unten scheinbar rangekommen ist, einfach durch das Backblech ist einfach ein bisschen zu, ja, speichert die Hitze nicht so wie der Backstein. Im Vergleich dazu haben wir hier die Pizza, also man sieht wirklich schön fester Teig, ja, auch hier, man drückt, es knackt richtig schön, also ein wunderbar krosser Rand, ja, auch ein wirklich krosser Boden und hier im Vergleich dazu sehr, ja, sehr wabbelig, also man sieht, es fällt fast unten raus, der Teig, und hier wunderbar stabil, also sehr, sehr schön. Ja, schneiden es mal an, das Ganze. Dann hat man schon so richtig schön kross. Ja. Gleich dazu schneiden wir auch mal die Pizza vom Blech an. Hier schöner, krosser, dünner Boden, ja, wenn man das sieht. Hiervon ein Stück, also hier, ja, es fällt schon wirklich zusammen. Also ich kann es jetzt gar nicht hochheben. Ja, also man sieht deutlich den Unterschied. Wie gesagt, gleiche Pizzen belegt mit Tomatensauce und Käse. Die gebacken auf dem Blech, die gebacken auf dem Pizzastein, der vorher circa eine Stunde mit einem heißen Backofen aufheizen durfte. Insgesamt sieht man auch hier der Teig, ja, nicht so hundertprozentig aufgegangen. Ganz im Gegenteil zu hier sieht man im Rand auch wirklich die schönen Luftblasen. Also, nach meiner Meinung nach, Daumen hoch für den Pizzastein. Schaut nach auf schamotteshop.de. Meiner Meinung nach super.